Live. Domian. Das 1 Live Talk Radio. 0800 220 50 50. Domian. Im WDR Fernsehen und bei 1 Live. 0800 220 50 50. So, ihr Lieben. Da sind wir wieder. Willkommen bei Domian. Willkommen beim 1 Live Talk Radio. Heute Nacht haben wir ein Thema, ein festes Thema. Und das Thema heißt, ich hatte schon alle Hoffnung verloren. Ich möchte gerne mit Menschen sprechen, die dieses schon mal in ihrem Leben gesagt haben. Ich hatte schon alle Hoffnung verloren, aber dann ging es doch wieder bergauf. Vielleicht wart ihr so schwer erkrankt, dass ihr schon alle Hoffnung aufgegeben hattet und dennoch ist irgendetwas ganz Besonderes passiert. Und ihr habt euch wieder erholt. Vielleicht wart ihr mal in irgendeine Katastrophe verwickelt und habt gedacht, da komme ich nie im Leben wieder lebend raus. Und dann ist es doch gut gegangen und ihr habt es geschafft. Oder ihr wart vielleicht so schlimm verschuldet, dass ihr gesagt habt, ich habe alle Hoffnung verloren. Es wird nie wieder was werden und es wurde dann doch wieder was. Also, ich hatte schon alle Hoffnung verloren, aber dann ging es hinterher doch wieder bergauf. Das ist unser Thema und wenn ihr gerne mit mir darüber reden wollt, dann meldet euch unter 0800 220 50 50 oder mailt uns unter domian@wdr.de und wenn ihr mailt, bitte die Telefonnummer aufschreiben, ganz dringend. Und mailt relativ kurz, wenn es irgendwie geht. Dann können die Kollegen im Hintergrund das schneller bearbeiten und müssen nicht so lange Mails lesen. So, nun geht's los mit Laila. Und Laila ist meine erste Anruferin und die Laila ist 19 Jahre alt. Guten Morgen, Laila. Hallo. Hallo, Laila. Hallo. Hallo. Du klingst aber sehr präsent. Ja, es geht schon. Ja, du hast zu dem Thema angerufen. Ich hatte schon alle Hoffnung verloren. Ja, genau. Erzähl mal, warum? Also bei mir geht es darum, ich bin hier in Deutschland aufgewachsen und auch geboren und bin halb Marokkanerin, halb Tunesierin. Ja. Das heißt, ich bin so halt in so einem Zwiespalt aufgewachsen zwischen europäischen Traditionen und muslimischen Traditionen. Zwei Kulturen. Genau, zwei Kulturen. Und es ist halt so, dass ich ab meinem 12. Lebensjahr, also ab dem Tag, ab dem ich meine Regel bekommen habe, misshandelt worden bin. Das heißt, ich habe drei ältere Brüder und da wurde so alles verboten. Das heißt, rausgehen, Freunde haben, je nach, also alles, was wovon wir eigentlich denken, dass es total normal ist. Mhm. Und ich wurde dann letztes Jahr im Sommer, wir waren im Urlaub in Marokko und halt nichts ahnend verheiratet. Fünf Jahre. Das heißt, im Alter von 18 Jahren bist du zwangsverheiratet worden. Genau. Im Urlaub in Marokko. Genau. Und du hattest da vorher keine Ahnung, was auf dich zukommt. Genau. Mhm. Und hab das halt Spiel 3 Wochen lang mitgespielt. Und lass mich noch kurz fragen. Diesen Junge, den Mann, den du heiraten musstest, kanntest du den? Hast du den irgendwann mal gesehen? Nein, noch nie. Gar nichts. Es war auch also nie über den Weg gelaufen, kein Foto, gar nichts. Nein, kein Foto, kein gar nichts. Also es war halt ein Verwandter und meine Eltern hielten es einfach für angebracht, weil ich einfach ein bestimmtes Alter erreicht habe, ja, nach ihrem Denken her. Und ja. Wie geht denn das? Dann ist man, da warst du dann in Marokko und dann sagt irgendjemand zu dir so, Laila, jetzt wird geheiratet? Oder wie geht das? Ja, also ganz einfach. Wir waren eine Woche Urlaub da und meine Brüder hatten halt... Also es ist halt so, dass mein Leben eigentlich sehr von meinen Brüdern bestimmt worden ist, statt von meinen Eltern. Meine Eltern haben sich fast nie eingemischt und das heißt, auch wenn ich vor meinen Eltern zusammengeschlagen worden bin, haben die eigentlich nichts gemacht. Und man muss dazu sagen, zwei meiner Brüder kamen ins Gefängnis und die wollten halt einfach nicht, dass ich in Deutschland bleibe, weil die Angst hatten, dass ich auf den falschen Weg gerate. Mhm. Und auf den falschen Weg heißt auf den westlichen Weg. Genau, auf den westlichen Weg. Das heißt, dass ich halt auch mal weitere Interessen habe, wie zum Beispiel mal Freundinnen treffen oder rausgehen oder so. Mhm. Das war für die halt alles tabu und da hieß es einfach, die einfachste Lösung war, sie weiter zu verkaufen an einen anderen Mann. Das heißt, ich werde dann ein Besitztum nicht mehr von meinen Eltern und von meiner Familie, sondern von meinem Mann. Und er müsste dann bestimmen, wie mein Leben weitergeht. Ist es dann zu dieser Zwangsverheiratung, da ist es auch zu gekommen? Ja, es ist so dazu gekommen. Ich meine, in Marokko konnte ich nicht irgendwie meinen Mund aufmachen. Da nützt kein deutscher Pass, da nützt keine deutsche Staatsbürgerschaft. Das geht halt, wenn ich in Marokko bin, zähle ich als Marokkanerin und da wird eigentlich auch nicht nach meinem Einverständnis gefragt. Verstehe. Aber jetzt telefonierst du aus Deutschland mit mir. Ja.
Das heißt, dir ist es gelungen, von da unten wegzukommen. Wie lange, du hast gerade, glaube ich, eine Zahl von 3 Wochen gesagt, hast du es da unten dann noch ausgehalten? Genau. Wie hast du es geschafft, da dich wieder zu lösen, da rauszukommen? Also ich habe meinen Eltern was vorgehalten, von wegen, ich hätte noch ganz viele Sachen in Deutschland, die ich noch auf jeden Fall mitnehmen möchte und dass ich auf jeden Fall damit einverstanden bin mit der Hochzeit und mit meinem Mann. Und unter dem Vorwand haben die mich halt wieder nach Deutschland gelassen, um die restlichen meiner Sachen einzupacken und mitzunehmen. Was hast du dann gemacht, als du in Deutschland warst? Als ich in Deutschland war, also in der Erik am ersten Tag, an dem ich angekommen bin, habe ich halt meine Familie begrüßt und alles. Und abends, als ich in meinem Zimmer war, habe ich meine ganzen Sachen zusammengepackt, habe sie aus dem Fenster geschmissen. Und wir haben einen Gefrierschrank unten im Keller. Habe dann halt meinen Vater nach dem Kellerschlüssel gebeten, um Sachen aus dem Gefrierschrank zu holen. Er hat mir den Kellerschlüssel gegeben. Ich habe dann die Zwischentüre vom Keller und dem Garten aufgeschlossen. Ja. Bin dann nochmal hoch, habe ihm den Schlüssel in die Hand gedrückt, bin dann heimlich von zu Hause raus, durch den Keller, zum Garten, habe meine Sachen genommen und bin halt In der Nacht? In der Nacht, ja. Abgehauen? Genau. Aber da musst du doch Angst um Leib und Leben jetzt haben, oder? Ja klar, habe ich auch. Ich meine, ich war dann, als ich abgehauen bin, bin ich dann nach Berlin abgehauen. Ich war dort eine Woche in Berlin und wurde dann von meinen Brüdern gefunden. Mhm. Ich meine, man muss sich vorstellen, in einer 4 Millionen Einwohnerstadt wird man innerhalb einer Woche gefunden. Mhm. Und deswegen fühle ich mich eigentlich nirgendwo mehr sicher, weil Berlin ist nun mal eine sehr große Stadt. Also, du hattest irgendjemanden, den du kanntest in Berlin und bist einfach dahin gefahren? Genau. Ja, und deine Brüder, wie viele Brüder waren dann dir auf der Spur, auf den Fersen? Drei Brüder. Ja. Die haben dich dann in Berlin erwischt? Genau, also und drei dann? Brüder und ganz viele Freunde. Also es waren ungefähr 50 Leute, die mich in Berlin gesucht haben. 50 Leute, die dich in Berlin gesucht haben? Ja. Und dann, die haben dich gefunden? Die haben mich gefunden, ja. Haben mich dann halt wieder zu der Stadt gebracht, in der ich wohne. Und, als die dich gefunden haben, ich muss das unterbrechen, weil das so spektakulär ist, was du erzählst. Als die dich gefunden haben die dich geschlagen? Mehr als das. Also ich habe, es war so, ich war gerade auf der Straße in Berlin und an dem Tag, an dem ich gefunden worden bin, wollte ich meine Mutter anrufen, weil sie nämlich sie war im Urlaub in Tunesien und sie ist zurückgekommen. Und ich wollte sie halt anrufen und weil ich habe ein sehr gutes Verhältnis zu meiner Mutter und meine Mutter steht auch 100% hinter mir. Und ich wollte sie halt anrufen und war auf dem Weg zum Callcenter. Und als ich mich umgedreht habe, standen plötzlich ein paar Freunde von meinem Bruder hinter mir. Und du musst dir einfach vorstellen, dieser Schock, du denkst, du bist sicher in einer Stadt. Ja, klar. Und drehst dich um, auf einmal stehen da irgendwie eine ganze Horde von Freunden, von meinen Brüdern hinter mir. Und die haben dich misshandelt? Also die haben mich erstmal festgehalten, die haben meinen Bruder angerufen, mein Bruder kam dann und ich hatte vor, eigentlich danach abzuhauen, aber mein Bruder hat mir eine Knarre an den Rücken gehalten und meinte mir, wenn ich jetzt irgendwie einen Muck von mir geben würde, würde der direkt abknallen und weiterfahren. Und ich kann von Glück reden, dass er mir nichts angetan hat, weil meine Mutter hatte ihn angerufen, als er mich gefunden hatte und sie hat halt ihn drum gebeten und wirklich mehr als geweint und halt ihm gesagt, er soll mir nichts antun, er soll mich jetzt nach Hause bringen. Und ich glaube, wäre meine Mutter in dem Moment nicht gewesen, dann hätte ich die erste Flucht nicht überlebt. Nicht überlebt. Aber dennoch bist du geschlagen worden von den Jungs. Also, so, dann bist du wieder zurück und wie ging es dann weiter? Also in der Nacht, in der ich dann zurückgebracht worden bin, bin ich erstmal in die Wohnung von meinem Bruder gekommen. Da ging es halt weiter mit Schlägen und also es war so, meine Brüder haben mich sehr oft in Wohnungen eingesperrt und mich über 2-3 Tage lang misshandelt, mir eine Knarre an den Kopf gehalten, mir die Hand verbrannt, mich mit Zigaretten verbrannt. Und Unfassbar. Ich hatte schon über 6-mal die Nase gebrochen und also an der Nacht haben die mich dann halt in die Wohnung gebracht, haben mich erstmal richtig vermöbelt und am nächsten Tag haben die mich nach Hause gebracht, weil die halt mit meinen Eltern und mit mir sprechen wollten. Aber ich kam nicht zu Wort. Ja, nee, ich habe bei jedem Wort, bei das ich gesagt habe, habe ich wieder Kraft bekommen. Ja. Und als ich in meinem Zimmer war, habe ich dann, es war halt so, auch als sie mich aus Berlin wieder zurückgebracht haben, habe ich während der Fahrt die Polizei angerufen und ich hatte auch die ganze Zeit mein Handy an. Aber so, jetzt gehe ich mal davon aus, da wir miteinander reden, dass du wieder geflohen bist. Ja, ich bin wieder geflohen. Wie lange hast du es dann in der Familie noch aushalten müssen, nachdem die dich zurückgeholt hatten? Also abgesehen von der Nacht, die ich in der Wohnung verbracht habe, jetzt mit der Familie, mit meinen Eltern waren es vielleicht
4-5 Stunden. 4-5 Stunden. Als ich in meinem Zimmer war, also die hatten mich auch vorher, ich hatte eine Leibesvisitation und die haben mich durchsucht, aber ich hatte halt ein Handy ganz gut bei mir versteckt. Und als die, als ich kurz in meinem Zimmer war, habe ich halt die Polizei, also meine, man muss dazu sagen, meine Familie ist sehr bekannt bei der Polizei. Und ach so, die Polizei hat dich dann wieder rausgeholt? Genau, also ich bin dann, die Polizei kam dann halt mit ein paar Autos und mit Sozialeinsatzkommando nach Hause und hat mich da rausgeholt. Wir sind dann zum Polizeipräsidium gefahren und die hatten eigentlich vor, mich dann ins Frauenhaus zu bringen. Ja. Aber dann standen halt... Ich mache jetzt mal einen Schnitt, leider, weil das ist so eine Riesengeschichte. Ja. Seit dieser Zeit, von der du jetzt gerade gesprochen hast, Berlin und wieder zurück und die Polizei hat dich befreit, bist du seit dieser Zeit getrennt von deiner Familie? Ist es dir gelungen, eigenständig zu leben seitdem? Eigentlich nicht. Aber, also, aber du bist du ständig auf der Flucht oder wie kann ich das verstehen? Also momentan lebe ich noch, also ich war dann wieder eine Zeit lang in Berlin für drei Monate in einer privaten Einrichtung. Mhm. Halt auch für Mädchen, die zwangsverheiratet werden. Ja. Und bin dann von Berlin in eine andere Stadt gekommen, wo ich momentan halt lebe, weil mir Berlin einfach zu riskant war. Meine Brüder da zu viele Fotos von mir verteilt haben. Aber du lebst in ständiger Angst. Ja klar, also es vergeht kein Tag, an dem ich nicht irgendwie auf die Straße gehe und andauernd hinter mir gucke. Und Aber du lebst jetzt in dieser neuen Umgebung vermutlich völlig alleine, weil du ja gar keine Bekannten, keine Freunde hast. Genau. Und du lebst auch unter anderem Namen. Genau. Und du bist erst 19 Jahre alt, muss man immer wieder sagen. Ja, klar. Das heißt, du hast so eine Menge hinter dir, was man sich gar nicht... Ich könnte einen Hollywood-Film damit drehen. Also das ist schon... Aber du hast gerade gesagt, das fand ich interessant, du hast gesagt, deine Mama steht auf deiner Seite. Ja. Das muss deiner Mama doch das Herz brechen, was da abgeht in letzter Zeit. Ja, klar. Also meine Mutter ist seit über 40 Jahren mit meinem Vater verheiratet. Man muss dazu sagen, sie ist sehr unglücklich verheiratet. Mhm, wurde auch sehr oft misshandelt. Und mittlerweile, ich meine, wir sind 8 Kinder, wir sind 5 Jungs und 3 Mädchen. Ja. Und sie wird auch sehr schlecht von meinen Brüdern behandelt. Und sie, sie ist sehr stark zuckerkrank und hat halt Cholesterin und zu hohen Blutdruck und alles. Mhm. Und ihr teilweise tut es ihr natürlich sehr mehr als sie. Und es zerreißt ihr auch das Herz, dass ich nicht mehr da bin, weil ich einfach die beste Beziehung zu ihr hatte. Ja, aber sie kann wahrscheinlich sich nicht wehren und kommt da selbst alleine nicht mehr raus aus der, aus der ganzen Geschichte. Genau, die hat einfach kein Mitspracherecht. Wie siehst du jetzt deine nähere Zukunft? Wie denkst du oder hoffst du, leben zu können? Also ich kann garantiert sagen, dass kein Tag meines Lebens vergehen wird, in dem ich teilweise bereue, dass ich abgehauen bin und teilweise auch Angst habe um mein Leben. Weil es ist einfach so, ich musste meine Familie, meine Freunde und alle einfach meine Umgebung aufgeben, in der ich aufgewachsen bin und geboren bin. Und es ist natürlich schon hart, zumal, wie gesagt, ich 19 Jahre alt bin und andere 19-jährige Mädchen irgendwie Party machen und so und ich irgendwie tagtäglich mit Depression zu Hause sitze, aber ich mache das Beste draus. Also, die Alternative wäre ja gewesen, eben in ein Leben zu gehen, was für dich wahrscheinlich noch viel schlimmer gewesen wäre. Ja, klar. Ja. Liebe Leila, unsere Zeit ist leider rum, aber ich wünsche dir wirklich von ganzem Herzen, dass du weiter die Kraft haben wirst, dich da durchzubeißen in dieser schwierigen Welt, in der du da lebst. Und vor allen Dingen wünsche ich dir, dass du gesund bleibst und dass dir niemand etwas antut. Und dass du dein Leben leben kannst und dass sich irgendwann doch alles irgendwie beruhigen wird. Ja, ich finde es erschütternd, was du erzählt hast und bin immer fassungslos, wenn ich sowas höre. Dass innerhalb von Familien sowas passiert. Ich verstehe es Genau, ich finde einfach, dass dieses Thema einfach viel zu unpopulär in Deutschland ist. Mhm. Auch in den Medien und zumal es ist ein Thema, was eigentlich tagtäglich abgeht hier in den Familien. Ja. Mittlerweile redet man ja schon auch immer öfter in den Medien darüber, was ich auch sehr gut finde, weil das muss thematisiert werden, um auch die Frauen oder die entsprechenden Personen zu schützen und denen zu helfen. Ja, klar. Liebe Leila, alles Gute von Herzen. Von Herzen. Du hast deinen Ansprechpartner, hast du, und wir können dir wahrscheinlich sowieso nicht weiterhelfen. Naja, ich glaube, auf dieser Welt kann mir sowieso keiner weiterhelfen. Ja, aber ich erahne schon, wo du in Berlin warst und da sind schon ganz gute Kontakte. Ich wünsche dir alles Liebe und alles Gute, Leila. Vielen Dank, Domian. Tschüss. Tschüss. So, meine Lieben, unser Thema heute Nacht heißt, ich hatte schon alle Hoffnung verloren. Und entsprechend möchte ich gerne mit Leuten reden, die in einer solchen großen Lebenskrise, warum auch immer, mal gesteckt haben, aber sich dann das Blatt gewendet hat, zum Guten hin. Bei Leila war es jetzt so, dass sie zumindest, das Gute war daran, dass sie unbehelligt im Moment irgendwo anonymisiert in der Stadt lebt. Das ist natürlich noch nicht das wirklich Gute.
Aber immerhin lebt sie und ist frei. Also, ich hatte schon alle Hoffnung verloren. Wenn ihr mit mir gern drüber sprechen wollt, dann meldet euch. Und es geht weiter mit der Anna und Anne. Nee, Anne, und Anne ist 30. Guten Morgen, Anne. Guten Morgen, Domian. Hallo, Anne. Was ist denn bei dir passiert, dass du alle Hoffnung aufgegeben hattest? Ja, bei mir ist einiges passiert. Ich hatte eine relativ schwierige Kindheit. Das heißt, mein Bruder ist mit einem Jahr schwer an einer Gehirnentzündung erkrankt und ist da seit dem Zeitpunkt geistig behindert. Mhm. Der ist jetzt inzwischen schon 28. Ja, also ein kleiner Bruder. Und kleiner, großer Bruder. Und ich bin natürlich ziemlich zur Seite gefallen. Meine Eltern konnten sich überhaupt nicht um mich kümmern, haben sich dann geschieden, als ich 8 war. Mhm. Ich habe seit dem Zeitpunkt 2 Haushalte geschmissen und mich noch um meinen Vater gekümmert, der durch die Behinderung meines Bruders depressiv geworden ist. Mhm. Und also eine enorme Belastung für ein junges Mädel. Ja, ich hatte im Grunde keine Kindheit in dem Sinne, ne? Mhm. Weil ich tagtäglich damit beschäftigt war, von einer Wohnung zur nächsten zu jetten und da den Haushalt zu schmeißen, damit keiner sauer auf mich ist. Da warst du wie alt ungefähr? Ich war 9 und bis ich 16, 17 war, habe ich das so tagtäglich erlebt. Welche Auswirkungen hat das auf dein Leben gehabt? Ich habe eine schwere Essstörung entwickelt. Aha. Man muss dazu sagen, dass ich mit 14 vergewaltigt worden bin auch noch. Von wem? Das weiß ich nicht. Das weißt du nicht? Und ich will es auch ehrlich gesagt nicht mehr wissen jetzt. Also eine fremde Person draußen? Ja, genau. Also das hatte im ich immer... Im Urlaub war das. Im Urlaub, ah ja. Mhm. Auf dem Campingplatz. Mhm. Und ich habe das weggesteckt, beziehungsweise verdrängt, weil ich einfach nicht in der Lage war, das auch noch zu verarbeiten. Das heißt, es gab dann eine schwere Essstörung. Ja. Und die Essstörung hat dazu geführt, um auf unser Thema zu kommen, dass du damals gesagt hast, da hatte ich eigentlich schon alle Hoffnung aufgegeben. Ja. Aber also ich habe so stark abgenommen und so starke Depressionen entwickelt, dass ich einen Suizidversuch unternommen habe. Mhm. 98 war das. Da warst du wie alt? Da war ich 23. 23. Also 22, 23. Auf wie viel Kilo warst du runtergemagert? Insgesamt, also mein niedrigstes Gewicht war knapp über 30 Kilo. Oh, war ja. Ja. Heißt, man muss dazu sagen, ich bin nicht besonders groß. Ich bin 1,58, 59 so. Aber trotzdem. Ist natürlich relativ wenig. Ja. Heißt Essstörung, warst du magersüchtig oder warst du eine Bulimikerin? Also hast du es erbrochen? Beides. Also bin erbrochen. Ich auch immer noch. Also es schwankt immer sehr stark. Mal geht es mir besser, mal geht es mir schlechter. Aber ich habe einen Cut gezogen, bin von zu Hause weg, aus meiner Heimatstadt. Und seit 4 Jahren wohne ich jetzt in einer anderen Stadt und fühle mich sehr wohl. Habe einen Freund, habe einen Hund, eine eigene Wohnung, war in einer Klinik. Also da ist ein ganz klarer Aufwärtstrend. Ja. Da und gegenüber der Zeit, wo es dir ganz schlecht ging, sozusagen, heute geht es mir richtig gut dagegen. Also ich würde nicht sagen, ich lebe jetzt super, wie ich mir das vorstelle, aber es ist so, ich bin nicht suizidgefährdet. Mhm. Ich bin mit meinem Gewicht im Aufwärtstrend. Wie hoch, wie groß ist oder wie schwer bist du jetzt? Jetzt, mein aktuelles Gewicht liegt so bei 45. Ja, das ist immer nicht so dolle, aber... Nee, aber es ist für so eine kleine Person wie mich schon allerhand. Natürlich, immerhin 15 Kilo mehr als es dir so schlecht ging. Genau. Lass uns über diesen Tiefpunkt nochmal reden. Also wirklich, beschreib mal da dein Lebensgefühl, als du wirklich ganz unten warst. Da hatte ich keins mehr. Also wenn man so hungert, dann hat man überhaupt kein Leben mehr in sich. Das kann man sich gar nicht vorstellen. Wie hast du denn gelebt zu dieser Zeit? Warst du... Hast du allein in einer Wohnung gewohnt? Ich habe kurze Zeit alleine gewohnt. Dann ging das mit dem Gewicht so rapide bergab, weil ich ja praktisch nicht unter Aufsicht war, dass ich dann halt irgendwann zu Hause angerufen habe und gesagt habe, Mama, ich kann nicht mehr. Ich muss irgendwie nach Hause. Mhm. Also zumindest... In diesen Zeiten hast du nur gehungert oder hast du auch da erbrochen? Da habe ich nur gehungert. Da hast du nur gehungert. Was hast du da so am Tag maximal zu dir genommen? Paar Scheiben Apfel, paar Haferflocken. Also nicht ein paar Äpfel, sondern ein paar Scheiben. Nee,
Da war für mich schon viel, wenn ich einen Apfelschnitz gegessen habe. Also zu meinen heftigsten Zeiten habe ich nicht an der Briefmarke geleckt, weil das ja nicht in meinem Programm drin war. Da hätten ja 2 Kalorien dran hängen können. Ehrlich, ist das so? Und Kaugummi habe ich nicht gekaut. Nee, gar nichts. Das habe ich auch nie gehört, dass man halt wirklich nicht an einer Briefmarke leckt, weil da könnte irgendwas drin sein, was vielleicht eine Kalorie hat. Oder genau, so. Oder ich hatte auch, wenn ich mit Leuten am Tisch gegessen habe, hatte ich panische Angst davor, dass die irgendwie ihren Löffel in die Suppe fallen lassen, da könnte ja dann ein Tropfen von ihrer Suppe in meine spritzen, so ungefähr. Und ich habe zwar dann noch zum Schluss relativ normal, ja, was heißt normal, also ich habe noch gegessen, aber es war halt alles berechnet. Also ich habe alles abgewogen, jede Haferflocke abgezählt. Hast du ihn getrunken? Und, bitte? Hast du getrunken? Viel zu viel. Viel zu viel? Also mein... Ja, 7 Liter habe ich getrunken. 7 Liter. Und ich war dann auch völlig, kann man überhaupt? Dadurch waren meine Elektrolyte halt auch völlig unten, ohne dass ich erbrochen habe, ne? Weil ich mich praktisch so immer von innen gereinigt habe. Also ich kenne jede Toilette auf der Welt. Ja. Ich stutze gerade so ein bisschen, dass das viel zu viel, weil ich immer dachte, dass man trinken gar nicht zu viel kann. Aber in einer Situation, wo man nichts isst, ist zu viel trinken dann auch nicht gut. Ja, ich meine, musst dir mal vorstellen, 7 Liter, die Niere ist kein Sieb. Ja, ja. Und irgendwann ist das wie so ein, wie nennt man das? Ja, Abführen. Abführmittel. Mhm. Also das habe ich nicht benutzt, aber es ist trotzdem vom Effekt her ähnlich. Ja. Ne? Weil der Körper ja gar nicht mehr hinterherkommt. Und das eskalierte das Ganze dann in einem Selbstmordversuch, Selbsttötungsversuch. Genau. Ja. Was hast du gemacht? Ich habe einen Föhn in die Badewanne geschmissen. Und du saßt in der Badewanne? Ja klar, mit Wasser drin. Und hast einen Föhn in die Badewanne geschmissen? Ich habe einen Föhn reingeworfen. Das war nach einem Fressanfall. Man muss dazu sagen, ich habe in meiner ersten Phase der Fressanfälle nicht erbrochen. Und einmal innerhalb von 3 Wochen 8 Kilo zugenommen und bin da mit der Psyche nicht hinterhergekommen. Was für ein Essgestörten ja eine Katastrophe ist, ne? 8 Kilo. Das ist eine Katastrophe, na klar. Obwohl ich dann natürlich immer noch unter meinem Gewicht war, klar. Warum hast du nicht erbrochen? Ich wollte das nicht. Ach, du wolltest zu. Also, es war so ein Schwanken zwischen, geil, ich kann essen, was ich will, weil ich ja eh zunehmen muss und ich muss ja zunehmen. Nur habe ich diesen Punkt nicht mehr bekommen, wo ich sagen kann, so, jetzt habe ich genug gegessen. Das heißt, ich habe an einem Tag circa 10.000 Kalorien gegessen und die in mir behalten. Also schwappt es von einem Gegenteil in das andere Gegenteil. Genau. Ja, ich war dann praktisch fresssüchtig. Und jetzt aber nochmal zu der Badewanne zurück. Da fällt der Föhn rein. Normalerweise ist man dann tot. Ja, normalerweise ist man tot, aber ich wusste nicht, dass das ein Föhn mit Sicherung ist. Das heißt, in Kontakt mit Wasser ist bei diesem Föhn eine Sicherung irgendwie. Also der ist ausgegangen irgendwie? Der ist ausgegangen. Und dir ist gar nichts passiert? Nee. Gar nichts? Du warst nicht mal im Krankenhaus, es ist gar nichts? Das war nur der Schock. Meine Mutter wusste das noch nicht mal. Das war zu der Zeit, als ich kurz zu Hause gewohnt habe. Und dann habe ich mir hinterher überlegt, Mensch, eigentlich ist das ja auch völlig blöd gewesen. Die hätten dich ja dann gefunden, da hättest du noch andere mit reingezogen. Und als du gemerkt hast, hattest du das geplant mit dem Föhn oder war das so eine Kurzschlusshandlung? Nee, das war, also die Fressanfälle, die kommen ja auch so über einen herein. Das kannst du dir nicht vorstellen. Du bist wie fremdgesteuert, schaufelst einfach in dich rein, sitzt dann da und hast einen dicken Bauch. Ja. Und dann lag ich also in der Badewanne und dann ist man völlig weggetreten. Also ich habe zwar noch nie Drogen genommen, aber man fühlt, also ich denke mal, dass man sich so ähnlich fühlt, wenn man völlig besoffen oder zugedröhnt ist. Und aus diesem Affekt heraus hast du dann das Ding genommen? Aus dem Affekt, habe ich diesen Föhn gesehen und hatte sowieso schon so starke Depressionen und Suizidgedanken, dass ich im Grunde auch schon mal in der Drogerie war und geguckt habe, was kostet ein Abflussreiniger, so ungefähr könnte ich ja trinken, ne? So, als du das dann gemerkt hast, dass der Föhn ausgeht, hat dich das dann wach gemacht? Ja. Wachgerüttelt? Also zuerst war ich echt geschockt. Also da habe ich echt gedacht, gar nichts gedacht, weil ich dachte, das kann doch nicht jetzt der Tod sein. Und dann ist mir bewusst geworden, ich lebe und dieser Föhn ist einfach, also alles war dunkel, die Sicherung im gesamten Haus war rausgeflogen. Ach, das dann doch. Und dann bin ich aus der Badewanne,
hat mich da wie so eine schwangere Seekuh rausgehoben irgendwie. Mhm. Und kann man sagen, dass dieses die Wende eingeleitet hat? Genau. Ach, das kann man sagen. Seit dem Zeitpunkt habe ich gewusst, Scheiße, ich will leben, ich will nicht sterben. Und das ist nicht die Lösung, das ist nicht der Weg. Im Gegenteil, ich bin so ein aktiver, lebensfroher Mensch im Prinzip. Also wenn man mich so jetzt auf der Straße... Ja, du klingst auch so. Ja, also ich habe auch, also wenn ich zum Beispiel ins Sportstudio gehe oder so, die Leute, das ist, ich bin der kleine, gut gelaunte Flo, der da rumspringt und allen ein Lachen aufs Gesicht zaubert, so ungefähr. Also da hast du wirklich tiefe Täler durchschritten. Das erahne ich aber nun wirklich. Einmal durch deine Vergangenheit, die Kindheit, was da alles vorgefallen ist und dann eben diese schwere Erkrankung. Ja, und dann habe ich auch noch in München ganz kurze Zeit, also wirklich ohne feste Bleibe verbracht, immer nur bei Freunden hin und her. Wobei das, also ich habe nicht auf der Straße gelebt, ich habe nie gestunken oder so. Also das muss ich auch sagen. Und ich bin, also ich bin froh, dass ich nie dann auch noch Alkohol oder Drogen entdeckt habe. Ja. Das wäre natürlich schlimm, wenn das auch noch dazu gekommen wäre. Genau, weil dann wäre ich, glaube ich, echt verloren gewesen. Ja, das glaube ich auch. Ich habe teilweise schon dran gedacht, meinen Körper zu verkaufen für Essen. In einer ganz schlimmen Bulimiephase, wo ich wirklich nur noch gefressen und gekotzt habe. Aber das habe ich zum Glück auch nicht gemacht. So, Anne, du hast mir erzählt, dass es jetzt den Umständen entsprechend gut geht. Ja. Sogar sehr gut, wenn man das vergleicht mit noch vor ein paar Jahren. Und darüber freue ich mich sehr und hoffe, dass es weiter so geht und bin guter Dinge, weil du wirklich eine sehr vitale junge Frau bist, glaube ich. Ich bin eine Kämpferin. Eine Kämpferin, du willst das, ne? Ich will das. Ich liege hier mit meinem Hund und gucke ihm beim Schlafen zu und weiß, mit dem werde ich morgen wieder vor die Tür gehen. Genau, das ist ein guter Vorsatz. Ja. Liebe Anne, danke, dass du angerufen hast. Ja, und ich glaube, mach weiter so. Ja, ich glaube, dass solche Erzählungen, was du gerade gemacht hast, ne, vielen Leuten auch Mut machen, die vielleicht jetzt richtig in der Talsohle drin hängen. Ja, und ich habe noch eine kurze Frage. Bitte. Mich würde es noch interessieren, ob es andere, beziehungsweise es gibt die Menschen natürlich, aber ich finde sie nicht. Und zwar Geschwister von Behinderten, die mit Geschwisterkindern groß geworden sind. Die behindert, oder schwer behindert genau, sind. Genau, weil es geht immer ganz viel um die Behinderten, aber nie um uns. Und das würde mich schon mal interessieren, weil wir ja gern, auch ganz viel Auswirkungen mitkriegen. Ja. Würdest du gern den einen oder anderen kennenlernen? Ja, so, sehr gerne. Und derjenige, wer sich angesprochen fühlt, bitte bei uns, zu uns mailen, zu domian@rde.de und wir reichen es weiter. Ja. Alles Gute, Anne. Gut. Tschüss. Tschüss. An dieser Stelle Hinweis auf morgen. Ihr Lieben, morgen sind wir, 20 Minuten später, im Fernsehen, also im WDR-Fernsehen um 1.20 Uhr, aber wir sind bei 1 Live schon pünktlich, wie immer um 1 Uhr. So, unser Thema heißt heute, ich hatte schon alle Hoffnung verloren, aber dann kam die große Kehrtwende und ich bin gespannt auf meinen nächsten Anrufer, auf meine nächste Anruferin, das ist die Sandra. Sandra ist 19 Jahre alt. Hallo Sandra. Ja, hallo Domian. Hallo Sandra. Hallo. Dir ging es auch mal sehr schlecht. Ja, eine sehr lange Zeit sogar. Was war los? Also ich bin jetzt 19 Jahre alt und mit 16 habe ich jemanden kennengelernt gehabt, schon sehr früh, und den ich mich sehr schnell geklammert habe. Mhm. Also den habe ich dann auch wirklich geliebt und so, weil ich habe zu Hause auch nie viel Liebe bekommen. So hat mir das dann halt da geholt und habe dann ziemlich geklammert. Wie alt war der? Der war in meinem Alter, der war ein Jahr älter, der war so, der Zeit dann 17. Mhm, ja. Ja, und dann ging das auch so 8 Monate gut. Bis es dann irgendwie anfing, dass ich meine Freundin nicht mehr treffen durfte. Dann wurde ich schwanger von ihnen, hat er mir gedroht, das Kind aus dem Bauch zu treten. Und das war dann schon ziemlich heftig. Also ich habe dann, er hat mich psychisch fertig gemacht. Also ich kann das jetzt nicht wieder alles so beschreiben, aber mit Wörtern einfach. Er hat Druck auf mich ausgeübt. Aber ihr wohntet nicht zusammen? Doch, ich habe bei ihm gewohnt, bei seinen Eltern. Ach so. Ja. Ja, und dann war das dann so weit, dass ich so Angst vor ihm hatte. Dann habe ich mir sogar selber dann die Haare irgendwann rausgerissen durch Angst. Ich weiß nicht, warum ich das getan habe. Ja, und dann später, ich wollte schon ein paar Mal gehen, habe meine Sachen dann auch gepackt, war dann schon vor der Tür, wenn er nicht da war. Und dann habe ich mir gedacht, nee, du kannst nicht gehen, weil wenn er dich findet, dann macht er dir wieder Angst. Jetzt muss ich dich nochmal fragen, weil ich es gerade wirklich nicht richtig akustisch auch verstanden habe. Ja. Du hast mit ihm zusammen bei seinen Eltern gewohnt? Ja. Ah ja. Haben die das denn mitbekommen, wie er dich behandelt? Nein, die Nachbarn haben es komischerweise mitbekommen, haben auch ab und zu geklingelt, aber er hat sie dann halt immer abgewimmelt. Aber die eigenen Eltern, also seine Eltern haben das nicht mitbekommen? Nee, die haben auch viel gearbeitet. Hattet ihr eine richtig eigene Wohnung oder habt ihr da so in dem Haus oder in der Wohnung von den Eltern mitgewohnt? Nee, in der Wohnung von den Eltern, also in seinem Zimmer dann.
Ist aber komisch, ne, dass die das nicht mitbekommen haben. Ja, also wenn die das mal mitbekommen haben, dass wir gestritten haben, dann waren sie auch komischerweise auf meiner Seite. Ja. Also ja. So, dann hat der war ja nur immerhin in deinem Alter. Der hat, ja. Der hat dich so seelisch, psychisch fertig gemacht. Hat ja auch verboten, wie du gerade gesagt hast, alleine rauszugehen, ein eigenes Leben zu führen. Ja, also ich durfte schon raus, aber es kam immer wieder zum Streit. Also ich durfte nie irgendwo öffentlich sitzen, weil da hätten ja andere Männer kommen können. Ja. Und ich hätte die ja kennenlernen können und so eine Sachen. Und ich habe mich dann halt so beeinflussen lassen von ihnen, dass ich meine Freundin auch nebenbei alle gelassen habe. Also ich habe nicht mal auf die gehört. Ich habe genau die Meinung dann gehabt, die er hatte. Ja. Warst du zu der Zeit noch Schülerin? Nee, gar nicht mehr. Ich bin geflogen von der Schule. Deshalb auch geflogen? Ja. Nee, das war schon vorher. Wie war dein Verhältnis zu deinen Eltern während dieser Zeit? Sehr schlecht. Sehr schlecht. Also meine Mutter ist schon verstorben, wie ich 10 war. Und dann habe ich bei meinem Stiefvater gelebt. Der hat auch neu geheiratet. Und Also kam auch mal blutig zu mir hochgelaufen, hat mir erzählt irgendwie, dass mein Vater sie zusammengeschlagen hat, obwohl ich wusste, dass er den ganzen Abend da war. Also ich habe das zu Hause auch schon alles durchgehabt. Das heißt, du warst eigentlich froh, dass du da rauskamst und kamst aus dem Regen in die Traufe. Genau. Jetzt erzähl mir mal weiter mit der Schwangerschaft. Du warst dann schwanger. Genau, im dritten Monat war ich dann schon, weil ich habe gedacht, dass meine Regeln nicht kommen, weil ich die Pille abgesetzt hatte. Hab daran gar nicht gedacht. Und dann, war ich schwanger und dann hieß es erst, dass er zu mir halten würde. Egal, was passiert, ob ich das Kind behalten würde. Das haben wir der Mutter dann auch erzählt. Mhm. Ja, und dann irgendwann war ich so weit, dass ich gesagt habe, ich möchte das Kind bekommen, weil ich gegen Abtreibung bin. Mhm. Ja, und dann fing das an, dass er gesagt hat, wenn ich das Kind bekomme, dann tritt er mir das aus dem Bauch. Und da fing das dann richtig an, dass ich so Panik vor ihm hatte und vor ihm weggelaufen bin, aber er mich wirklich tagtäglich verfolgt hatte. Mhm. Also er stand wirklich vor mir und ich konnte nicht weitergehen. Hat mich psychisch so runtergemacht, also ich konnte gar nichts mehr. Ja. Hast du das Kind dann bekommen? Nein, ich habe es abgetrieben dann aus Angst. Aus Angst, weil er dich so unter Druck gesetzt hat? Ja, weil er auch gesagt hat, wenn ich das bekomme, das entweder nimmt er mir das weg oder es wird noch was Schlimmeres passieren. Und das haben all die Eltern nicht auch so, die schlechte Stimmung haben die Eltern auch nicht mitbekommen? Nein. Gar nichts. Also das danach, wie ich dann auch den Schlussstrich irgendwann gezogen habe, nach über einem halben Jahr dann nochmal dazu, also nach anderthalb Jahren insgesamt, war das dann auch so, da habe ich dann Vertrauen zu meinem Stiefvater gefunden, ihn erzählt, dass mein Ex-Freund mich verfolgt und mir auch in Schritt fest und mich festhält. Und er hat gesagt, ja, das ist ja normal bei Männern, wer weiß, was ihr für ein Sexualleben hattet praktisch. Diese Antwort habe ich dann bekommen. Und dann habe ich echt gedacht, habe ich die Fehler bei mir gesucht. Also ich war echt ziemlich am Ende. Hat dein Freund dich auch geschlagen? Ja. Das auch? Also jetzt nicht so, wie das sich für manche anhört, aber so, also mehr Backpfeifen geschlagen. So, dann hast du nach anderthalb Jahren, sagst du, ungefähr den Absprung geschafft? Ja. Wie hast du es denn dann geschafft? Das stelle ich mir sehr schwer vor, wenn man so quasi wie eine Sklavin gehalten wurde und auch so, der hat ja deinen Willen auch gebrochen in der Zeit. Genau. Wie hast du es geschafft, dich dann doch aufzulehnen? Ja, das war sehr schwer. Also ich hatte über Chat, hatte ich noch Kontakt zu meiner ehemaligen besten Freundin und die hat mir dann auch immer darüber geschrieben, Sandra, das ist falsch, geh von ihnen weg, das ist nicht richtig und ich habe nie auf sie gehört und dann irgendwann haben wir uns dann auch mal getroffen wieder nach langer, langer Zeit. Und sie hat mir auch so irgendwie die Augen dann irgendwie geöffnet, dass ich das gar nicht wert bin, mich so behandeln zu lassen. Und dann hat sie halt gesagt, dass ich zu ihr kommen soll. Und dann bin ich zu ihr gezogen. Und dann, die Anfangszeit habe ich es noch nicht geschafft. Ich kam dann wieder 2 Wochen mit ihm zusammen. Ja. Aber irgendwann habe ich gemerkt, was ich verloren habe. Also meine Freunde, ich habe die fast verloren. Und das tat mir dann auch sehr weh. Und dann habe ich gesagt, nein, das geht nicht. Und hast dann endgültig den Absprung geschafft? Ja, dann ja. Erstmal zu deiner Freundin, dann nochmal gezogen? Genau. Und hast du jetzt eine eigene Wohnung oder wie lebst du jetzt im Moment? Jetzt wohne ich in einer Notunterkunft. Ah ja. Ja. Hat der dich denn dann in Ruhe gelassen oder war der dann so gekränkt, dass er dir auch noch nachgestellt ist und dir das Leben schwer gemacht hat? Ja, das hat er zum Anfang noch. Also ich habe meine Nummer geändert, dann hat er sie irgendwie rausbekommen, hat dann noch sehr viel Terror bei mir gemacht, monatelang. Dann irgendwann konnte ich nicht mehr, habe mit ihm ein normales Gespräch gesucht, dann ging das auch. Dann war auch, also er ist jetzt immer noch freundlich zu mir, jetzt meldet er sich ungefähr mal einmal im Monat, aber nur weil er halt eine bestimmte Sache von mir will. Was will er denn von dir? Ja, er will nur Sex mit mir. Ach, er will Sex von mir? Ja. Aber ich hoffe, dass du nicht drauf einlässt. Nein, gar nicht mal. Also jetzt habe ich den Absprung wirklich endgültig geschafft, habe jetzt auch einen neuen Freund, der ist auch schon ein bisschen älter und der mir echt so den Weg... Was ist denn Notunterkunft eigentlich, wo du jetzt bist? Was ist das? Das ist so von der Stadt gestellt, das ist wie so ein Haus, kann man sich das vorstellen, mit mehreren Räumen, aber mit Küche und Bad und WC, alles da, wie eine Wohnung halt, mit mehreren Räumen. Ja. Und jeder kriegt, also das ist so eine Frauennotunterkunft und hier wohnen auch noch 2 andere und jeder hat sein eigenes Zimmer praktisch.
Also ist eine ganz gute Zwischenstation, wo man sich eine Weile erstmal gut aufgehoben fühlt. Ja, das auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Mhm. Was sind denn jetzt, du hast ja auch wirklich dann auch eine, auch, obwohl du auch erst 19 Jahre alt bist, auch eine heftige Zeit schon hinter dir. Eine schlimme Zeit, vor allen Dingen auch eine angstvolle Zeit, ne? Ja, das auf jeden Fall. Ich war schon mal im Psychiater, habe da schon versucht, mit denen zu sprechen. Die haben mich immer wieder weggeschickt und haben zu mir gesagt, nö, das hat keinen Grund, sie brauchen nicht herkommen. Echt? Das hat er gesagt? Ja, und dann habe ich die Hoffnung auch aufgegeben. Dann habe ich gesagt, nee, das mache ich nicht. Und dann habe ich versucht, selber jetzt mein Leben aufzubauen, also mit ein bisschen mehr Selbstbewusstsein. Was planst du? Du hast keinen Schulabschluss, ne, sagst du? Nee, nein, das ist ja auch sehr schwer, weil es nur eine Schule gibt, da kann ich nicht mehr hin, weil ich schon volljährig bin. Mhm. Aber ich plane jetzt erstmal eine Wohnung zu suchen. Mhm. Also ich bin an der Grenze von Hamburg, sage ich mal. Mhm. Und in Hamburg gibt es mehrere Schulen. Da möchte ich dann meine Schule erstmal machen, eine Ausbildung. Das ist ein guter Plan. Also erstmal einen Schulabschluss nachholen und dann eine Lehre machen, eine Ausbildung. Genau, auf jeden Fall. Mhm. Das ist mir sehr wichtig. Ich glaube ja, Sandra, wenn man sowas in jungen Jahren durchgemacht hat, macht einen das sehr stark für alles, was man vor sich hat. Das, was du jetzt in deinen jungen Jahren schon erlebt hast, das haben 95% der anderen Mädels eben noch nicht erlebt. Und das macht gerade durch die, dass man keine Eltern hat, das ist das Schwerste, sage ich mal. Dass da keine Eltern sind, die sagen, so und so musst du das machen und einen irgendwie unterstützen können. Wie denkst du denn jetzt heute auch ein bisschen im Abstand über diesen jungen Mann? Der ist ja immer noch auch sehr jung. Was der mit dir gemacht hat? Also mir fehlen da die Worte. Ich verstehe auch nicht, warum ich das mitmachen konnte, weil in dem Moment war mir das gar nicht bewusst. Das war mir nicht klar. Also ich habe alles mit mir machen lassen. Warum ist der so drauf, wie du ihn geschildert hast? Das weiß ich nicht. Also die ersten Monate, das war so ein lieber, netter Kerl. Mein Vater hat ihn auch geliebt über alles, wie wir dann Kontakt wieder mit ihm hatten. Ich weiß nicht, warum das so passiert ist. Also ich würde mal mehr sagen, Eifersucht. Und die Eltern von ihm sind auch ganz okay, sagst du? Ja, das Problem ist, die können nicht so gut Deutsch, weil das waren jetzt auch halt keine Deutschen. Sondern, woher kamen die? Aus dem Iran. Ja. Ja. Aber dennoch, die Eltern okay und der Junge... Ja, die haben mich auch so behandelt wie die eigene Tochter. Ja. Ja, Sandra, jetzt gilt es nach vorne zu gucken und das machst du ja auch und hast dir eine ganze Menge vorgenommen. Ja, ganz viel. Ganz viel und ich bin guter Dinge auch bei dir, dass du das schaffen wirst. Ja. Weil das stählt einen, was du da hinter dir hast. Ja. Ich wünsche alles Gute, vor allen Dingen viel Erfolg und Erfolg sowohl im beruflichen Sachen und mit der Schule und eben auch mit Menschen, ne? Dass du gute Leute findest, einen guten Typ. Aber ja, ich habe auch schon einen neuen Freundeskreis, also besser kann es gerade nicht sein. Na super, so muss es sein. Sandra, alles Liebe, alles Gute. Ja, vielen Dank, Domian. Tschüss. Und hier ist der oder die Karma 29, hallo. Ja, hallo. Eine Frau. Genau, richtig, am Telefon. Hallo Karma. Ja. Ja, heute haben wir so Geschichten, wo sehr schlimme Dinge passiert sind, wo die Leute komplett am Ende waren und es dann wieder bergauf geht. Weswegen warst du komplett am Ende? Also bei mir war das eigentlich, ich habe seit circa fünfte Lebensjahr kreisfreien Haarausfall. Ich habe es nicht verstanden, seit dem fünften Lebensjahr? Kreisrunder Haarausfall. Das heißt Haarausfall, kreisrunden Haarausfall. Genau. Ja. Mhm. Und den habe ich eigentlich schon seit immer gehabt, aber es war nicht so extrem gewesen. Mhm. Und mit ca. 24 war ich in der Behandlung gewesen in Frankfurt und damit meine Haare wieder richtig wachsen. Mhm. Und da hatte ich auch eine Beziehung gehabt und da war es aber, die Behandlung hat eigentlich eingeschlagen und mir wuchsen die Haare. Ich habe mich schon gefreut, dass ich keine Perücke tragen mehr müsste, ich das auch schon. Wie schlimm war es da? Beschreib's uns mal. Es waren so kreisrunde, also wie gesagt, so runde Kreise auf meinem Kopf. So groß, wie früher 5-Mark-Stücke waren? Ja, also so fing das eigentlich an, als ich 5 Jahre war. Ja, und als du 24 warst, wie sah... Als ich 24 war, da hatte ich circa schon, also so groß, ja, wie so ein Apfelsinengrößen. Also die waren schon ein bisschen größer. Ja. Aber ich konnte trotzdem irgendwie so einen kleinen Pagenschnitt für mich selber haben. Also ich hatte nicht so extreme Komplexe gehabt. Ich habe trotzdem eine Perücke gehabt, seit ich 9 bin. Ja. Aber trotzdem, es war nicht so extrem. Und mit 24, wie ich in der Behandlung war, habe ich mich eigentlich gefreut, dass ich, wie gesagt, meine Haare kriege. Mhm. Und das war ganz schlimm für mich gewesen, dass ich eines Morgens aufgestanden bin. Da war mein Freund, damaliger Freund dabei, als meine Haare alle auf den Kissen lagen und meine Haare ausgingen. Alle? Alle. Das heißt, du hattest ein Medikament bekommen, oder was? Ja, ich hatte so eine Art, so eine Säure auf den Kopf gekriegt. Ja. Da ist immer die erste Haut abgegangen. Und die Säure sollte bewirken, dass nur alles wieder richtig schön wächst? Genau, dass meine Haare, weil das ist, man sagt ja, diese Kreis- und Hausfall, das ist so eine Art wie...
also die kapseln die Haarwurzel an, mhm, und mehr oder weniger, wenn die Haare wachsen, irgendwann mal kleben die zusammen und die brechen ab. Mhm. Also man kann schon sagen, das ist eine Erkrankung, ne? Ja, das ist, so wie die Ärzte das sagen, man ist allergisch auf Haarwurzel, also auf Haare. Ja. Sozusagen. So, jetzt hast du Säure auf den Kopf bekommen, in der guten, genau, Hoffnung, dass nur alles gut wird, und dann sind und alle Haare weg gewesen. Ja, die sind nämlich alle gewachsen, ich hatte eine bestimmte Länge, ich habe schon gedacht, die werde ich mir so und so frisieren, mhm, bald und so. Mhm. War man immer munch gewesen und dann von heute auf morgen fielen die alle aus. War das eine, kann man sagen, eine vollkommene Glatze, die du dann, ja, hattest? Ja, das fing vollkommen Glatze an. So, da war es schon für mich die Hülle gewesen, mhm, weil ich gedacht habe, das ist nicht normal. Mhm. Dann habe ich den Arzt angerufen, habe ich gefragt, was das soll. Er hat gesagt, ja, das ist eine allergische Reaktion, das kann passieren, sowas. Und er hat gesagt, er kann nichts machen. Mhm. So, damit konnte ich leben, aber als meine Augenbrauen ausfielen und meine Körperhaare, dafür war für mich Sense. Ach. Aber du hattest weder die Augenbrauen noch die Körperhaare mit dieser Säure behandelt. Nee, das war nur der Kopf. Aber wie gesagt, der Kopf ist der Mittelpunkt, der ganze Körper. Und dann noch fiel alles andere auch aus. Das fing alles, was Haare hatte. Das heißt, das hat sich über die Blutbahn irgendwie transportiert, auch zu den, genau, anderen Haarwurzeln. Richtig. Wie lange bist du dann, warst du komplett haarlos? Ja. Komplett? Meine Wimpern. Ich hatte noch Wimpern und ehrlich gesagt, ich hatte in der Zeit Eigenbluttherapie, ich hatte alle möglichen, mhm. Ich bin zum Dingens gegangen, Heilpraktiker, der hat, mhm, mit mir Akupunktur gemacht und alles Mögliche gemacht. Ja. Und jetzt haben sie mir gesagt, die können mir nicht helfen. Das ist so, das reagiert der Körper, da kann man nichts machen. Und wie lange warst du dann komplett ohne Haare? Also das ging so circa ein halbes Jahr, ja. Mhm. Da hat man sogar bei der Uniklinik in Köln, der ganz große Professor, zu mir gesagt, ich werde nie wieder Haare kriegen. Mhm. Ich habe kein Haarwurzel mehr und es wird immer glatze werden. Mhm. Und die sind ganz knallhart gewesen. Und da ist man natürlich erstmal als Patient sehr niedergeschlagen. Ne? Ja, und weil die, ja, genau. Und sehr. Ehrlich gesagt, das war das erste Mal, wo ich anfing, ehrlich gesagt, zu beten. Mhm. Mhm. Ich habe ehrlich gesagt so gebetet, dass ich gesagt habe, entweder ich kriege jetzt meine Haare oder nicht. Und ehrlich gesagt, es ist mit der Zeit wieder alles gekommen, außer meine richtigen Haare. Das ist natürlich, die Stellen sind immer noch da. Ah, aber es ist dann doch, ohne irgendwelche Medikamente, ist es dann allmählich wieder gewachsen? Ja, es ist wieder Augenbrauen wiedergekommen und Wimpern wiedergekommen. Und wie würdest du mir jetzt, den Kopf beschreiben, wie siehst du aus? Ja, also es sind immer noch Stellen, wo es, wie gesagt, keine Haare sind, aber es, ja, ist, wie gesagt, nicht Glatze. Also wie gesagt, an Seiten, ja, Hinterteil ist, wie gesagt, die Haare sind eigentlich nie gewachsen, mhm, seit ich, glaube ich, die verloren habe. Aber es ist, wie gesagt, auf eine Art und Weise ist es wieder gewachsen. Also das heißt, die Ärzte hatten Schlimmeres befürchtet und Gott sei Dank ist es dann doch nicht so eingetreten. Ja, die haben eigentlich gedacht, weil es gibt diese Alopecia areata und es gibt diese Alopecia areata totalis. Das ist der totale Hausfall. Mhm. So, jetzt hast du so eine schlechte Erfahrung gemacht. Wahrscheinlich bist du jetzt völlig skeptisch gegenüber irgendwelchen Medikamenten gegenüber. Ja, also ich bin allgemein skeptisch überhaupt. Also ich gehe auch nicht mehr zum Hautarzt wegen dieser Sachen, weil mein Arzt hat mir damals gesagt, sogar wenn meine Haare total wachsen, ja, werde ich trotzdem den Angst immer haben, das Gefühl wieder die zu verlieren. Mhm. Also diese Angst wird nie weggehen und das stimmt auch. Und deswegen. Wie ist die Stimmung Ärzte, denn? Glaube ich sowieso nicht mehr, mhm, weil das ist einfach so. Wie ist die Stimmung denn im Moment, was so diese Krankheit anbelangt? Denkst du so, naja, es ist so ganz okay und ich kann damit jetzt so leben und denkst auch vielleicht auch nicht immer zu daran? Oder also ich denke eigentlich immer daran, weil es sind immer jeden Tag Situationen, dass Leute sagen, oh, hast du schöne Haare oder lass uns schwimmen gehen oder mach mal andere Frisur. Und das, mhm, man wird immer wieder daran erinnert von Leuten und das ist schon ein bisschen ärgerlich manchmal. Und gerade, jetzt sag ich mal, Männergeschichten, das ist, mhm, immer so eine Sache, wo ich einfach sage, ich habe keine Lust darauf, Männer kennenzulernen, weil, mhm, früher oder später kommt das Thema. Und ja. Aber man sieht es ja so. Extrem auffällig ist es im Moment ja nicht, im ersten Moment, ne, wenn man dich sieht. Ja, ich meine, okay, ich habe ja eine Perücke. Ach so. Ich trage die schon seit über 25 Jahren, also fast jetzt, ne? Wenn man jetzt die Perücke runterziehen würde, das sieht man. Dann sieht man es. Natürlich. Mhm. Also es sind, mhm, eigentlich fast wie Babyhaare sozusagen, mhm, in bestimmter Länge. Das sind wie so Frischlinge sozusagen, mhm, und deswegen, man sieht es schon, also. Naja, also die gute Wendung besteht darin, dass deine Körperhaare wiedergekommen sind. Ja, nur wie gesagt, ich hatte schon durch diese Sachen, was jeder immer denkt, ach, mach dir glatt, ist modern und so weiter, das, ja, versteht aber keiner Mensch. Ich hatte schon 3 Selbstmorde und ich hatte schon einen, wo ich einen Herzstillstand hatte, mhm,
Und man hatte schon ein bisschen viel mitgemacht, ja. Aber ich denke mal, man lernt damit zu leben, aber ja, akzeptieren tut man das nie. Ich würde dir gerne ein Gespräch mit meiner Psychologin noch anbieten, Karma. Einverstanden? Okay. Dann müsstest du jetzt auflegen und meine Psychologin, die Elke, ruft dich an. Okay. Alles Gute wünsche ich dir. Okay. Tschüss. Und weiter geht es mit Friedrich. Und Friedrich ist 71 Jahre alt. Guten Morgen. Hallo, guten Morgen. Jo, guten Morgen, Friedrich. Ja, das Thema heißt, ich hatte schon alle Hoffnung verloren. Richtig. Was war bei dir? Ich war im Bergbau tätig. Im Bergbau? Ja. Und habe Kohle abgebaut. Ja. Mechanisch, also selbst nicht, also da waren Maschinen am Werk. Ja. Wie weit, wie tief wart ihr unter Tage? Oh, 270 Meter. 270 Meter. Mhm. Ja, und da wurden Rückzylinder angesetzt, um dieses Gerät vorzuschieben. Mhm. Und dieser Rückzylinder, der hat uns den Ausbau weggeschoben. Oh ja. Das heißt, die Hangsicherung hat er weggeschoben. Ja. Und dann ist eine Platte von circa 2 Quadratmeter runtergekommen, die etwa 17, 18 Zentimeter dick war. Und ihr wart angeschlossen? Und ich lag voll unter der Platte. Unter der Platte? Ja. Das heißt, die ist erst noch auf den Schaltträger gefallen und dann ist die abgerutscht und dann hat die mich so überrollt praktisch. Aus was für Material war die Platte? Schiefergestein. 17 Zentimeter. Ich habe jetzt keine Ahnung, wie schwer das ist. Das waren ungefähr, wir haben in der mal gerechnet, 1700 Kilo. Die auf dir drauf lagen? Ja. Ganz, platt auf dem Körper? Platt auf dem Körper, wobei der Oberkörper zum Schluss andersrum lag wie der Hintern, ne? Mhm. Um dem Körper um 180 Grad verdreht. Mhm. War die Platte auch auf den Kopf gefallen? Nein. Der Kopf war frei? Der Kopf war frei. Und warst nur du unter dieser Platte oder andere Kollegen auch? Ja, ein anderer Kollege hat einen Splitterbruch, da ist ihm die Platte auf den Ellbogen geschlagen, aber das war ja nicht der hat sich noch da rausgewühlt. Ne? So, das Ganze fand jetzt in der Tiefe von 270 Meter statt. Ja. Du lagst unter dieser Platte eingeklemmt. Was passierte richtig. Dann? Und es ging kein Gramm Luft mehr in die Lungen. Mhm. Und dann kommt dann die Idee, jetzt ist es aus. Ne? Das wollte ich gerade fragen. Da ist doch Todesangst. Da ist nichts mehr drin. Ne? Mhm. Wie alt warst du denn eigentlich? Ja, 1970, das sind 30 Jahre her. Ja. Ne, 35 Jahre her. Jetzt warst du Anfang 40. Ja, also, 40. Ja. Und dann hatte ich, das Glück war, dass einer der Kollegen so geistesgegenwärtig war und hat dann Holz gesammelt. Mhm. Und da waren noch 3 andere Kollegen zufällig da, die dann Keile unter diesen Klotz, unter den Stein geschlagen haben. Mhm. Und dass dann langsam das Gewicht von mir genommen wurde. Das kommt ja, aber das heißt, ich war, wenn man das so sieht, ich habe mich schon von oben gesehen, als wenn ich jetzt über mir gewesen wäre und habe meine Situation gesehen. Und zum Schluss habe ich nur noch, ich habe bei der ganzen Sache überhaupt keine Schmerzen verspürt. Ja. Gar nichts. Ja. Aber die aber die Angst war da, die Todesangst. Die Todesangst, ja. Todesangst und zum Schluss sieht man dann, wird es einen warm und man sieht nur noch ein helles, grelles Licht und dann war alles weg. Mhm. Und wann setzen die Erinnerungen wieder ein? Als die Last von mir genommen wurde. Ne? Mhm. Wie viele Kollegen waren denn da unten noch um dich rum? Ganze 4. 4. Und die haben das dann geschafft, das Ding von dir abzustemmen? Ja, die haben Holz unterlegt und dann mit Keilen diesen Klotz hochgehoben. Ja. Und dann, als ich dabei war, habe ich dann gleich gesagt, Kameraden, ich habe mein Rückgrat ist gebrochen. Ne? Ja. Aber da waren noch keine Schmerzen da? Nein, auch keine Schmerzen. So, als die dich dann da rausgezogen hatten, übrigens, wie warm ist es da unten eigentlich? Aber es war da noch ziemlich normal. Bei 270 Meter hast du ungefähr 25 Grad Temperatur. Mhm. Und so, jetzt warst du da rausgezogen. Das war das Schwierigste. Konnte man dich denn dann relativ schnell nach oben befördern oder war da auch irgendwas? Das hat etwa 3 Stunden gedauert. 3 Stunden noch. Das heißt, du hast 3 Stunden verletzt da unten gelegen.
Ja, ja. Wie schwer? Drei Stunden auf einem Brett festgeschnallt, weil man sonst nicht da durchkam. Ne? Das ist ja ziemlich niedrig. Mhm. Und dann ganz langsam vorgeschoben. Mhm. Ich musste noch da 150 Meter raus aus dem Laden. Warum hat das drei Stunden gedauert? Weil da was versperrt war? Ja, die mussten immer erst wieder Ausbau wegnehmen und Platz schaffen, damit ich da rauskam. Ne? Die konnten mich ja nicht um die Kurve kriegen, auf Deutsch gesagt. Ne? Wie schwer warst du denn letztendlich verletzt? Was hat man hinterher festgestellt? Ja, ich hatte einen diagonalen Bruch im vierten Lendenwirbel. Mhm. Und, ja gut, jede Menge Blutergüsse. Mhm. Und hab dann vier Monate in Gips verbracht. Vier Monate im Gips verbracht. Ja. Konntest du danach dann wieder richtig dich bewegen? Ja, das war kein Problem. Ich hab gut, die vier Monate, wenn man nach vier Monaten den Gips abnimmt. Ja, das ist klar, das geht gar nicht. Man läuft da rum wie eine Bohnenstange. Ja. Und dann nimmt man den Gips ab, dann bricht alles zusammen in dem Moment, weil die Muskeln ja gar nicht mehr daran gewöhnt sind, die ja mit dem Körper zu tragen. Ist völlig klar. Bist du dann danach nochmal unter Tage gegangen zum Arbeiten? Ja klar, ja, ja. Keine Angst gehabt? Nein. Ja, du lachst, wenn man einmal schon so was Schlimmes erlebt hat, dann hat man das nicht immer im Kopf, das könnte wieder passieren. Man wird nur vorsichtiger. Mhm. Aber du hast doch keine Schuld daran getragen, ne? Nein, nein, nein. Das war ein Unglücksfall. Das war ein Unfall, ja, richtig, wie er im Buche steht. Ne? Aber du hast einen Schutzengel gehabt. Ja, richtig, ja. Und einen aufmerksamen Kollegen. Und ja, das war wahrscheinlich der Schutzengel. Du hättest tot sein können. Ja, ja, also es fehlten nur noch vielleicht zwei Minuten, ne? Ja, ja. Dann ist er, wenn keine Luft mehr in den Körper kommt, dann ist eben alles vorbei, ne? Oder du hättest natürlich noch schwerer verletzt sein können, dass du vielleicht gelähmt gewesen wärst danach oder weiß ich was. Wo ich drüber immer noch gestaunt habe hinterher, man hat so immer so viele Sachen erzählt, wenn man so in Todesnähe kommt. Mhm. Das Phänomen, dass dann irgendwo das Gehirn anfängt zu spinnen und man sieht sich so von 20 Meter Höhe und selbst unter dem Stein liegen. Mhm. Und wenn dann auf einmal alles hell und warm wird und also wenn ich da gestorben wäre, das wäre für mich kein Problem gewesen. Ne? Weil das in dem Moment eine schöne Empfindung war. Ja. Heißt das, dass du die Angst vor dem Tod verloren hast oder wie? Ja, ja, richtig. Das ist so. Ja, das ist so. Das ist ja interessant. Durch diesen Vorfall, durch das. Ja, richtig. Also nach dem Motto, wenn es denn mal passiert, es ist schön. Ja, es war angenehm, hinterher gesagt. Ja. Friedrich, danke dir herzlich. Sehr eigenartig, ne? Ja, wirklich, sehr eigenartig. Aber dennoch hast du dich gefreut hinterher, als du am Leben warst. Ja, richtig. Ja. Und wir haben auch noch richtig gefeiert hinterher. Ja. Und alle Jahre wieder. Das glaube ich. Vor allen Dingen der Mann, der da dir hauptsächlich geholfen hat, ne? Das ist dein Retter. Lebt der Mann noch? Ja, richtig. Und ihr die ganze Sache hat sich in Spanien abgespielt. Ach so, gar nicht hier im Ruhrgebiet. Ach so, naja. Ja. Lieber Friedrich, ich danke dir herzlich für deinen Anruf. Gerne geschehen. Und wünsche alles Gute. Tschüss. Ja, tschüss. Tschüss. Macht weiter so. Ja, danke schön. Tschüss. Tschüss. Sven ist hier. Sven ist 37. Hallo Sven. Ja, hallo Domian. Hallo. Erstmal ein großes Kompliment an eure Sendung. Hör ich ja also seit Jahren schon. Dankeschön. Vielen Dank. Ja, folgendes. Ich will mich mal ganz kurz fassen, weil wir nicht mehr viel Zeit haben. Ja. Und zwar habe ich mein Leben lang mit Sucht zu tun gehabt. Bin mit 18 kurz mit Heroin zusammengekommen. Bin von zu Hause ausgezogen, in eine WG gezogen. Bin dann direkt zu Jugendarrest verurteilt worden wegen Beschaffungskriminalität. Und dadurch von den Drogen weggekommen. Wie lange warst du im Knast? 14 Monate. 14 Monate. Bin danach also von Drogen auch komplett frei gewesen und habe auch nie wieder Kontakt zu Heroin gehabt, die erste Zeit. Bin dann später mit Alkohol angefangen, da mein Vater an Krebs verstorben war und ich zu dem Zeitpunkt bei der Bundeswehr war und kam also so mit Alkohol in Kontakt und hat mich dann halt verlagert. Ja. Nie wieder Drogen, aber halt Alkohol. Mhm. Hab dann aber während der Bundeswehrzeit erfahren, dass ich eine Hepatitis C habe, ein Leber-Nieren-Virus. Und sollte mir halt überlegen, wie es dann jetzt weitergeht. Wie hast du das erfahren, Hepatitis C?
Wie hast du das erfahren, dass du Hepatitis C hast? Durch Blut. Ich bin Blutspender, seitdem ich denken kann. Ah ja. Und durch den Blutspendedienst wurde ich dann informiert, dass ich eine chronische Hepatitis C habe. So, und dann bin ich halt nach der Bundeswehrzeit, habe ich noch extrem weiter getrunken wegen dieses Urteils. Mein Vater ist dann halt verstorben. Also während der Bundeswehrzeit ist mein Vater schon verstorben und dann hat sich halt richtig hängen lassen. Bis ich einige Mal umgekippte und noch 48 Kilo wog und mich dann entschlossen hatte, mich ins Krankenhaus zu legen, weil es halt nicht mehr ging. Also wenn man Hepatitis C hat, sollte man überhaupt keinen Alkohol, glaube ich, trinken, ne? Oder nee, normal gar nicht, aber mir war es egal. Ich hatte meinen Vater halt verloren. Dir war es egal, war, war für mich das Schlimmste, was überhaupt passieren konnte. Wie gesagt, dann habe ich halt im Krankenhaus gelegen und man fragte mich, ob ich nicht eine Therapie versuchen wolle. Bin dann 3 Monate direkt von da aus in die Therapie gegangen und bin seitdem trocken. Jetzt seitdem trocken? Seitdem 10 Jahre jetzt im 10. Jahr trocken. Genau, du 37, also vor 10 Jahren, seit 10 Jahren trocken. Hab also nur eine Therapie versuchen wollen, um meiner Freundin zu zeigen, dass ich es auch ohne Alkohol kann. Und habe also nicht nur guten Willen zeigen wollen, habe es auch nie für möglich gehalten, dass ich selbst das schaffen kann. Ja. Und wundere mich bis heute selbst über mich. Was würdest du sagen, war mir jetzt nicht ganz klar bei den vielen Zahlen und Aufzählungen, wie viele Jahre warst du Alkoholiker? 10, 15 Jahre insgesamt. Ja, wir haben ja viele Alkoholiker Angst vor einer solchen Therapie. Die Therapie an sich, muss ich sagen, hat mir auch nicht so viel geholfen. Was mich überzeugt hat, waren die Mitgespräche mit den Mitpatienten. Also wir haben abends bis spät in die Puppen diskutiert und haben so viel persönlich Sachen erfahren, die mich einfach umgehauen haben. Und ich habe gemerkt, dass man mit Höflichkeit und Hilfsbereitschaft wesentlich mehr erreichen kann, als wenn ich jemanden da sitzen habe, der mir auf dem Buch was vorliest, was alles scheiße ist. Was glaubst du? Was hast du aus... Ich finde ja, dass man aus allen schweren Krisenzeiten, die man erlebt, immer eine Weisheit, etwas lernen fürs Leben. Was hast du da mitgenommen für dich? Ich sage mir, ich kann alles schaffen, was ich will, solange ich mich für jemanden halte, der nicht schlecht ist. Wenn ich also ein guter Mensch bin, nicht aggressiv durch die Weltgeschichte renne und jeden umhaue, sondern jedem ein wenig helfe, kann ich alles schaffen, was ich mir vornehme. Ja. Egal, ob es Drogen, die Finger von Drogen ist, auch vom Alkohol. Ja. Wenn man was will, kann man es doch schaffen. Gab es irgendwann eine Versuchung nochmal? Zum Alkohol niemals. Jetzt vor ein paar Tagen bin ich nochmal eingeladen worden, auf eine Party Heroin anzufassen und habe mich überhaupt nicht dafür interessiert. Also ganz stolz gesagt, nee, kein Bock. Da war jemand, der hat es dir direkt angeboten. Ja, also genau. Das Zeug war, der hat es in der Hand gehabt. Ja, ich wäre so unmittelbar zu, also ich hätte mir direkt was machen können und ich habe gesagt, nee, die Zeiten sind vorbei. Und bravo, Gratulation. Ja, das wäre natürlich, das wäre ganz schlimm gewesen, ne? Auch seelisch für dich, wenn du das gemacht hättest. Da hätte ich also auch nie verkraftet, auch mit dem Alkohol. Ich weiß genau, wenn ich jetzt einmal das anfasse, ist es persönlicher Rückfall. Ich war nämlich als Ofenbauer in Köln und habe da zufällig mal einen Nachtisch mit Alkohol drin bekommen. Ja. Und daraufhin war es natürlich schon eine Gefahr, einen Rückfall gemacht zu haben. Aber solange ich das nicht bewusst mache, kann mir gar nichts passieren. Ja. Was machst du vom Beruf? Ich bin jetzt Rentner. Ich habe jetzt eine Rente beantragt. Ich darf nicht mehr arbeiten, weil ich halt an der Hepatitis gut sterben werde. Ja. Aber ich bin guter Laune. Das habe ich gemerkt, Sven. Also auch Gratulation an dich, wie an die vielen anderen auch, die so stark und so tapfer waren und alles durchgezogen haben, was sie da haben erleiden müssen. Alles Gute weiterhin, Sven. Ja, für euch auch. Danke. Dankeschön, tschüss. So, Freunde, das war's für heute, unsere Sendung. Ich hatte schon alle Hoffnung verloren. Wir sind morgen wieder da, um 1 Uhr im Radio bei 1 Live, um 1 Uhr bei 1 Festival und um 1.20 Uhr hier bei uns im WDR Fernsehen. Morgen ist Freitag, dann haben wir immer, wie immer, eine freie Themennacht. Aber ihr könnt ja immer schon ab 0 Uhr anrufen.